Ja, und auch das ist live. Die Polizei, dein Freund und Schäfer. Hier sucht jemand seinen Sohn. Wir helfen. Geisterin, der kleine Knabe. Kevin Rothe, wo bist du? Der Papa sucht dich. Er steht hier unten am Polizeiauto. Da kannst du mal gucken, wie das aussieht. Kevin Rothe, komm zum Papa. Live, meine Damen und Herren. Geht im Fernsehen nicht im Boot. So, jetzt kommen wir zur Zweispinner-Kaltblut-Quadrille. Immer ein großes Bild hier an unseren Schauabenden. Die Zweispinner-Kaltblut-Quadrille des Teams Uwe Engel und des Teams Stefan Marcinkowski. Dazu ausgewählt des großen Kurfürsten-Reitermarsch und der Coburger. Thank you.
Marcinkowski aus Friedrichsbrunn. Stefan Marcinkowski, Uwe Engel, Christian Bodewey und Kai Vesper. Das waren die Fahrer an den Leinen dieser rheinisch-deutschen Kaltblutpferde, mit denen sie in diesem Jahr hoch erfolgreich bei Europas größtem Kaltblutfestival in Brück waren. Stefan Marcinkowski, hochplatziert im Kaltblutrennen, in den kombinierten Punkten der Zweispänner. Und zum ersten Mal in seiner Fahrerkarriere hat er die Krone erworben, dort in Brück, der Uwe Engel. Er hat die große Kombination der Sechsspänner gewonnen. Das sind sie. Das sind unsere Freunde aus Paderborn und Friedrichsbrunn. Die verabschieden wir jetzt mit einem ganz kräftigen Applaus. Und ich kann mir vorstellen, im Schritt verlassen die hier nicht diese Arena. Christian Bodewey, Kai Vesper, der einfach fahren wie Uwe Engel und Stefan Marcinkowski.
schauen Sie mal, wie die galoppieren können, von wegen Schrittpferde. Die Kaltblutpferde haben eine große Renaissance, vor allem in Sachsen-Anhalt, ein der Hochzuchtgebiete dieser Affe. Da verabschieden wir Sie zunächst einmal. Wir sehen Sie noch einmal wieder. Christian Bodein!